schließt uns mit der heutigen Partie ist Herr Marc Kevin Seidel aus Korb. Und er pfeift die Schiedsrichtergruppe. Ja, ich bin froh, 3:2 gewonnen. Die ersten 15 Minuten sind wir gut ins Spiel reingekommen, sind durch einen Freistoß mit 1:0 in Führung gegangen. Dann gab es eine kleine Spielunterbrechung vom Schiri. Dann nach der kurzen Pause, ca. 5 Minuten, sind wir schwierig ins Spiel reingekommen. Haben im Endeffekt gleich im Gegenzug auch ein Freistoßtor bekommen. Das hat uns ein bisschen Fahrt aus dem Spiel genommen. Sind dann, sage ich mal, mit 1:1 in die Halbzeit. Sind dann in der zweiten Halbzeit wieder gut rausgekommen. Gehen mit 2:1 in Führung nach einem klassischen Spielzug, kriegen wir einen Elfmeter. Dann unser klassisches Problem, wir führen, aber schießen uns wieder gefühlt ein Eigentor. Individuelle Fehler, kommen dann 2:2. Relativ hitziges Spiel dann, am Ende sogar richtig viel Glück, dass es nicht 3:2 für Weißach steht. Und dann der gefühlte Lucky Punch, klasse Einwechslungen. René Seiler steht gold richtig zum 3:2. Sehr, sehr wichtiges Spiel. Und jetzt heißt es für die nächsten Wochen weiterhin kämpfen, dass wir den Klassenhalter schaffen. Danke. Ja, wieder Sonntag. Glückwunsch an SV Steinbach zum 3:2-Sieg. Ob unglücklich oder glücklich, spielt keine Rolle. In letzter Konsequenz ein Tor mehr geschossen. Jetzt wird es richtig schwer, aber die Kunst ist wieder aufzustehen, wenn man so eins auf die Fresse kriegt. Dankeschön.